Hallöchen und willkommen zurück hier bei eurer Mutti beim Bande mit euren Rob auf Catalyst LE gegen den Crazy Monkey. Den hat man glaube ich schon mal ein ZVT gegen einen Dia Terran. Crazy Monkey war glaube ich Max Style. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Aber ich glaube, den hatte ich schon mal. Ja, schauen wir mal. Wir werden auf jeden Fall Baning Link spielen mit Expansion. Und wir gehen schon mal scouten. Scouten ist wichtig. Der Oberlord kann dann da fliegen. So, du fliegst da an die Ram. Und mal schauen, was diesmal kommt bei den Terranern. So wie immer eigentlich Standardbild bei 16 oder 17 nehme ich die Hedge. Wir machen es aber bei 17 wieder. Macht ein klein bisschen Echo-Vorteil. Mal gucken, ob das wirklich so viel ausmacht. Ja, ist ein bisschen zeitig mit der Drohne. Da hätte ich noch ein bisschen warten können. Müssen wir gleich mal die hier nehmen, da hochgucken, angreifen. Und du baust hier. Wo ist der Arbeiter? Ich sehe nicht, ich sehe nicht, ich sehe nicht. So. Hier ran. Wo ist die BF? Baut, aber ich sehe die BF nicht. Da ist es. Okay, der war abgebrochen. Ich habe den WBF gar nicht angegriffen. So, ein Stück zurück. Hier kurz warten. Links zu. Drei hier rein. Und nicht bekommen lassen. Weit hochdrohen. Als nächstes dann den Obi. Und dann wird weiter hochgedroht. Und wir gucken nochmal rein, was kommt. Ob Turex kommt oder gleich die Fabrik. So, dann als nächstes gleich die Queen dabei. Double Queen. Los, komm, Pool. Es kommt gleich die Fabrik. Okay, könnte ein All-In werden. Muss aber nicht unbedingt. Wir brauchen mehr mit Helions oder mit Cyclins. So, du kommst dorthin. Das passt soweit. Die Drohne kommt zurück. Als nächstes werden wir dann hochklicken und gehen auf Hydras. Aber erstmal drohen wir noch ein bisschen. Theoretisch könnte man es sehen, wenn was kommt. So, Inject setzen, Inject setzen. Die nächsten drei hier rein und hoch. Ein Link guckt mal vor. Speed hatte ich genommen, ja okay. Gehen wir gleich noch Upgrades und runter weiter hoch. Gleich noch ein Overlord dazu. Okay, er fliegt rum. Ein Marine steht dort. Und es kommt anscheinend der Hellion. Nicht der Hellion. Okay, es kommen schon mal zwei Hellions. Aber into Benji. Würde ich vermuten. Vier Hellions. Das könnte die Queen verteidigen. Passt soweit. Queen verteidigt das mal. So, und dann als nächstes sofort den Hydra-Bau. Der oben wird gemorpht. Und wir wollen weiter. So, Double Queen sind wir eigentlich auch gut geschützt. Können noch ein bisschen drohen. Und gucken mal, ob er äxt. Wie gesagt, es kommt hundertprozentig die Benji. Die kam es jetzt fast immer bei den Gegnern. Noch keine Echse. Weiter Mass Helions.
So, du kannst hier hin, du gehst da lang. Overlord dazu, Hydras dazu nehmen. Oben ein bisschen rumswitchen, dann baut immer weiter hin. Er repariert sogar noch, okay. So, dann haben wir auch schon die ersten Hydras. Also eine Hydra nur? Eine Hydra, das muss reichen. Wir könnten theoretisch schon wieder exen. Ja, das habe ich gerade die Minimals rausgepfeffert. Ich brauche noch ein paar mehr Hydras. Gegen die Benjis mindestens 4 Stück. Ihr könnt hier bleiben. So, Injects nicht vergessen. Und du kannst den Kühl verbreiten. Sicht ist immer gut. So, und dann haben wir jetzt schon ein paar Hydras. Hydra Upgrades kommen, noch ein paar Drohnen dazu. So, den Stall holen. So, und weiter hochdrohen. Dann gucken wir mal mit den Hydras vor. Vielleicht können wir irgendwas machen damit. Und ich drohe nochmal eine Runde. Ein bisschen vor. Mehr Overlords, noch ein paar Hydras kommen, das ist gut. Das nächste Upgrade noch nehmen. Injects nicht vergessen, muss auch noch injecten, los komm. Ja, haben wir da einen Panzer. Das heißt, wir gehen auch mal mit auf Flieger. Machen noch einen kleinen Switch dazu. Nehmen noch eine Echse. Er hat nämlich eigentlich recht spät geäxt. Drohnenrunde. Raketenabwehrturm. Okay. Hat jetzt das geäxt. Wir machen nicht diesen Switch. Wir wechseln doch nochmal schnell um. Ja klar, die habe ich nicht gesehen, oder was? Ich komm einfach so rein und ich sehe sie nicht. Natürlich. Nehmen wir gleich noch die nächste Echse. Wir müssen heute mal expandieren. So, injecten bitte. Injecten bitte. Double Injects oder dreifach oder vierfach. Keine Ahnung. Mach halt. Schwarmstock dazu. Noch mehr Drones dazu. Ein paar Spinecrawler dazu noch. Und wir werden dann die bemeinen. Ihr stellt euch hier hin, ihr bleibt hier. Das hier verteilen, da noch ein bisschen Injects. Ja, den kann er sich ruhig holen, brauche ich einen neuen. Wir haben zwei Arbeiter, die nichts tun. So, sind wir gleich hoch, noch nicht ganz. Upgrades nehmen. Noch ein Evo-Shambo dazu. Noch ein Gas nehmen und noch ein Gas nehmen. So, Creeps. Hallo, Creep bitte. Injecten. Injecten. Unten muss noch eine Queen hin. Wo ist meine Queen? Meine Queen, meine Queen, meine Queen. Hier ist meine Queen.
bitte runter. Luftabwehrtürmchen. Und zwei Spinecrawler. Hier geht einmal ein bisschen auf Nummer sicher. So. Und jetzt bräuchte ich eigentlich langsam Truppen. Das heißt, wir bauen noch ein paar Hydras. Sollten wir vorher noch Upgrades nehmen. So, ihr könnt hier mit runter. Hier sieht es auch gut aus. Das heißt, ihr geht alle mal mit hier hin. Masmec, wie so oft. Drei Vipern mit dazu. Holy Upgrades kommen dann. Alles hier nochmal die vierte ran. Noch zwei Spinecrawlers mit hin. Und zwei Luftabwehrtürmchen. So, hier. Und dort ein bisschen. Nee, du nicht. Ihr könnt euch mal ein bisschen laben. Reicht das mal? Können wir hier noch ein bisschen? Und dann brauchen wir mal ein paar Ulis. Los, mehr Ulis. Okay, da steht was. Das hole ich mir schnell. Irgendwas kommt noch angeflogen. Er hat zwei Arbeiter bekommen, das ist okay. Mutation abgeschlossen. So, wir haben ein paar Ullis. Wir haben ein paar Vipern. Wir probieren es einfach mal. Mal gucken, ob ich mit den Vipern klarkomme. Das ist eine Kommandozentrale. Bauen ein paar Ullis nach. Kann ich nicht. Und dann gucken wir einfach mal. Mineralienfeld erschöpft. So, noch eine Rauchbombe, los, Rauchbomben. Ja, einfach nur Mustangs, das ist Wahnsinn. Da geht halt gar nichts. Jetzt kommt er natürlich. Mustangs. Einfach nur noch Mustangs. Der Rano einbuckern. Fertig. So, ich brauche noch bessere Upgrades. Aber das wird nicht mehr reichen. Er kommt doch nicht. Oder kommt doch. Jetzt kommt er langsam, okay. Ein paar Linge noch dazu. Ulis kommen, okay, das passt soweit. Und Jacks nicht vergessen. Da sind sie schon, die ersten. Einmal breit, jetzt habe ich ihn gut erwischt. Hier drin muss ich nicht unbedingt fighten. Halt was dazu. Und Linge rennen wir dahin. So. Ein paar Linge dort. Ein paar Linge dort.
Das ist eine Planetary, das ist nicht so toll. Hydras mit rein. Die Linge rennen dann einfach mal jetzt hier hin. Und die Armee greift hier an. Hier Excel einfach überall. So, noch mehr Hydras dazu. Alle dahin. Wir müssen unbedingt noch ein bisschen exen. Ihr könnt alle hier hoch. Wir exen hier oben nochmal. So, holen wir uns als nächstes, wenn wir es schaffen, die Base noch. Und zieh nur zurück. Und zieh uns wieder zurück. Bauen Ulis nach. Das nach. Hallo, zurückziehen bitte. Mehr Overlords dazu. Wie sieht's hier aus? Hier haben wir auch schon viel zu wenig wieder. Ich muss injecten. Ihr müsst nach hier mit hin. Ihr müsst das bauen und das. Noch ein paar Ulis mehr. Ich muss noch ein paar Upgrades nehmen. Jetzt sind die echt gut, wenn ich die jetzt schon hätte. Irgendwo sind noch zwei Sonden sonst. Ja, ihr noch. Bo natürlich. Da dorthin. Das läuft soweit. Hier läuft soweit. So. Injecten, wo sind meine anderen? Ich kenne weiter Queens, doch. Nur noch so wenig Queens. Ich muss Queens nachbauen. Wir brauchen mehr Mineralienfeld. So, hier passt, hier passt, hier passt, hier passt. Also schicken wir noch ein paar nach da. Gehen wir mal mit den Links scouten nach hier unten. Nehmen noch ein paar Hydras mehr dazu. Okay, er bunkert sich einfach nur ein. Masmek. Wir brauchen ein paar Fungals. Nehmen noch ein paar Linge mit dazu. Wir brauchen mehr Mineralien. So, sollten jetzt eigentlich überall injecten können. Aus hier oben, okay. So. Da hat er auch schon mal so eine Base. Der ext halt extrem viel. Aber viel ext muss er viel verteidigen können. Kommen sie. Der Schwarmcluster wird an Mutation abgeschlossen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ich räume einfach seine Base weg, mir egal. Nichts passiert. Unsere Streitkräfte
Boah, das ist einfach nur Mac, ey. Gegen Mac hast du keine Chance. Kannst du machen, was du willst. Ich schaff's gegen Mac einfach nicht. GG, geh mal raus. Mac Terrano, nicht mein Style. Kann ich nicht mitspielen gegen. Ich weiß auch nicht. Wird einfach nichts. Und das sind wir schnell entkürt. Wie so oft mal wieder gegen einen Terraner verloren. Ich würde sagen, ich werde auf Terraner umstatteln, um vielleicht mehrere Schwächen rauszufinden. Denn gegen Terraner habe ich einfach keine Chance. Wenn es trotzdem gefallen hat, gib mir wieder einen kleinen Daumen nach oben als kleine Motivation. Dann haben wir immer oben rechts unser Starcraft-Projekt und unten rechts Nanospec 0. Bis dahin, schaut morgen wieder ein und tschüss, Europa.